hallo Borgfahrt-Freunde, hier ist Peter Kurze. Ich wollte euch mein neues Buch vorstellen. Borgfahrt Isabella vom Zeichenbrett zum Rollout. Es gibt ja unendlich viele Oldtimer-Bücher, Borgfahrt-Bereiche, auch eine ganze Menge, ein paar habe ich geschrieben. Aber ein Thema haben eigentlich fast alle ausgeklammert. Das ist nämlich die Entwicklung eines Automobils. Also warum hat die Firma, warum bringt die ein neues Modell raus? Warum sieht das so aus und wie ist das konzipiert? Wer hat die Karosserie entworfen? Wie ist das konstruiert worden? Wer war das denn und so weiter? Wie war die Versuchsphase? All diese Sachen mehr. Und dann natürlich auch noch die Fertigung. Das ist schon ganz schön schwierig, weil man braucht eigentlich drei Dinge. Man muss ein bisschen Ahnung vom Auto haben und vom Autobau. Das zweite, man muss die entsprechenden Fotos bekommen. Und das ist ganz schwierig, weil die Hersteller sich da sehr bedeckt halten. Und das dritte, man braucht ein paar richtige Fachleute an der Hand. Und dieses Glück habe ich gehabt. Ich habe also ja jahrelang Borgfahrt-Mitarbeiter interviewt, die auch in der Konstruktion waren oder in der Fertigungsplanung, Arbeitsvorbereitung etc. Dann habe ich vom Mercedes-Werk hier in Bremen drei Autoingenieure oder Automobilbauingenieure gehabt, die mir geholfen haben, die mit mir gemeinsam versucht haben herauszufinden, wie war das in den 50er Jahren. Und dann standen natürlich noch die ganzen Fotos von Walter Richleske zur Verfügung etc. Also es dreht sich darum, wie ist die Isabella entstanden. Ganz klar, Karl F. W. Borgfahrt hatte nun wirklich Pech mit dem Verkauf seines Hansa 1800. Der war zwar modern, aber er ließ sich ganz schlecht verkaufen. Und er musste deshalb frühzeitig ein neues Auto entwickeln, was den Hansa also nach nur 5 Jahren Bauzeit, üblich wären so 8 Jahre, ablösen kann. Und das Ganze geschah natürlich unter Zeitdruck. So, gemeinsam mit Hermann Böse, das war der Leiter der Karosseriekonstruktion innerhalb des Konstruktionsbüros, Hermann Böse kam von der Wagenbauschule Hamburg, und Hermann Lünzmann, das war ein Ingenieur, der hier in Bremen studiert hatte am Technikum, der Autodidakt war im Bereich der Stilistik. Die drei haben dann zusammen die Isabella konzipiert. Man machte Zeichnungen 1 zu 10, im Maßstab 1 zu 10, dann Tonmodelle im Maßstab 1 zu 5, also ich sage mal so einen Meter lang. Und wenn man jetzt rausgefunden hatte, wie sieht der neue Wagen, übrigens handelt es sich logischerweise um die Isabella, wie soll der aussehen, dann hat man von Partien des Fahrzeuges 1 zu 1 Modelle gebaut. Also einmal nur die Kühlermaske 1 zu 1. Und wenn man dann sich einigermaßen klar war und sagte, so kann das aussehen, das wirkt gut, dann hat man ein 1 zu 1 Modell gebaut auf einem Holzblock mit Gipskarosserie und hat dann mit Plastilin danach rumgefummelt, da eine Sicke ran, da ein Wulst, da eine Zierleiste angedeutet, bis das alles stimmig war. Und nun ging die Konstruktionsabteilung dabei und hätte eigentlich die Karosserie durchkonstruieren müssen. Und dann hätte man einen Prototyp gebaut per Hand und hätte die Karosserie getestet auf Festigkeit etc. Und wenn das alles in Ordnung gewesen wäre, hätte man die Großwerkzeuge, also Karosserie, Pressstempel, Matrizen, bestellt. Lieferzeit immerhin ein Jahr und kosteten ein Wahnsinnsgeld. So, aber da Borgfahrt nun wirklich mal wieder kein Geld hatte, musste er die Entwicklungszeit von normalerweise 4 Jahren auf 2 Jahre zusammendrängen. Und damit machte er nun Folgendes. Als dieses 1 zu 1 Gipsmodell fertig war, setzte er die Karosserieleute ran. Die zeichneten als erstes die Außenhaut, also die Karosserie, das Äußere. Und jetzt machte er das Urmodell aus Mahagoni im Maßstab 1 zu 1, also das zweite 1 zu 1 Modell. Davon nahm man die Schablonen ab, die Maße, und baute nun die Werkzeuge, obwohl die Karosserie noch gar nicht getestet war. Und das bedeutet, an der Karosserie ließ sich nichts mehr ändern. Und genau ein Fehler schlich sich nämlich in die Serie ein, dass die Karosserie an manchen Stellen zu weich war. Man hat das in den Griff bekommen durch Verstärkung mehr oder weniger, die dann, um sicher zu gehen, baut man auch nicht einen Prototyp, sondern 6 und so 30, 40, 50 Vorserienmodelle, die laufend getestet werden. Einmal in der Fertigung, also wie die Fertigung klappt, aber auch vorher schon, wie das Auto überhaupt fährt, ob es da nicht doch irgendwelche Macken gibt.
jedes Auto hat Macken. Man kann das im Konstruktionsbüro nicht zu 100% alles durchkonstruieren. Man muss also immer noch die Versuchsabteilung bei den Prototypen einschalten und die testet dann im Fahrversuch und kriegt eine ganze Menge raus. Und das muss das Konstruktionsbüro dann umkonstruieren, damit es, wie gesagt, nicht in die Serie kommt. Bei Borgward war das anders. Aufgrund des Zeitdrucks war die Produktion schon festgelegt und manche Fehler wurden nun in die Serie mit hineingeschleppt. Und das war ein großes Problem. Denn die Isabella, ein wirklich hervorragendes Auto, wurde mit Fehlern gebaut. Die Idee dahinter war, dass man dann, wenn die Fahrer zum ersten Kundendienst in ihre Werkstatt kamen, diese Fehler heimlich beseitigt hätte. Aber trotzdem klappte das nicht so ganz und der Ruf war wirklich grottenschlecht hinterher, weil zu viele Fehler da waren. Das machte sich so bemerkbar, dass der Verkauf 1956 also 2 Jahre nach Serienanlauf, um fast 50% gegenüber 55 zurückging. Das hätte Borgward gar nicht nötig gehabt. Ein halbes Jahr länger Fahrversuch oder zumindest mit 4, 5 Prototypen. Dann wäre alles ans Licht gekommen und man hätte das dann noch ändern können, müssen, sollen. Und der Ruf wäre ausgezeichnet gewesen und Borgward hätte mit Sicherheit wesentlich mehr Isabellen, noch mehr verkauft. Im Endeffekt ist die Isabella ausgereift, ganz klar, weil alles ja, mit der Zeit beseitigt wurde. Also wenn Sie eine 61er Isabella haben, die ist natürlich logischerweise frei von ihren Kinderkrankheiten. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich nun mit der Produktion. Das ist ja eigentlich nichts Geheimnisvolles, nicht? Ich meine, es kommen Materialien der Zulieferer rein, wie Kupplung, Reifen, Felgen, Tachometer, Gott im Himmel, all solche, diese Sachen mehr. Und es kommen Rohstoffe rein, die jetzt verarbeitet werden müssen. Lacke, Stahl, Blech für Kotflügel etc. Und diese Teile, egal ob sie nur von außen kommen oder ob sie im Werk gefertigt werden, fließen zusammen in der großen Endmontagehalle 1. Da sind mehrere Bänder drin, a 250 Meter Länge. Also sie haben da schon fast einen Kilometer Band. Und da werden die Teile alle einzeln zusammengebaut. Das ist alles fotografiert worden, man kann das herrlich darstellen und man sieht, wie das funktionierte mit der Hochzeit und ach, wirklich spannend. Also, ich kann Ihnen dieses Buch nur ans Herz legen. Sie werden erfahren, wie man Autos baut. Das heißt, Sie werden erfahren, genau genommen, wie Borgward die Autos gebaut hat. Aber das steht stellvertretend, weil Mercedes, Opel hat das nicht anders gemacht. Sie wissen, wie die Isabella hergestellt wurde. Damit ist das Buch dann abgeschlossen. Aber ich denke, es ist ein neues Kapitel und recht interessant. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Buch bestellen. www.peterkurze.de. Ja, viel Spaß. Und wenn Sie irgendwie nicht zufrieden sein sollten mit dem Buch, einfach zurückschicken und Rechnung nicht bezahlen. Vielleicht noch einen bösen Brief beilegen, was ich verkehrt gemacht habe. Beim nächsten Mal, wenn ich das dann verbessern. Aber seien Sie sicher, meine Versuchsabteilung, die hat ganz lange getestet, ob auch alles richtig ist. Okay, vielen Dank, alles Gute. Tschüss.